Ja, moin, liebe Freunde des... Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Fängt gleich super an. Liebe Freunde des alten neuen Stadtbaus und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part und... Genau, eine neue Aufnahmesession von Anno 1404 Gold Edition. Wir fahren fort mit unserem kleinen Spielchen und gut, dass das Spiel mich direkt hier rausschmeißt. Das ist nämlich sehr gut, denn genau hier wollte ich nämlich weitermachen. Ja, ich erinnere mich noch daran, was wir beim letzten Mal nämlich machen wollten. Wir wollten nämlich unsere Hanfplantagen ausbauen. Denn unsere Leute haben nichts mehr zu brauchen, zu kleiden. Und das wollen wir ja nicht, nicht wahr? Unsere Leute sollen sich ja stets anziehen können. Nicht wahr? Deswegen kriegen sie jetzt nochmal eine weitere Hanffarm. Und wir werden gleich noch eine bauen. Und zwar, wenn alles gut geht, genau... Warte mal, erstmal... Jo, perfekt, das passt. Obwohl, ich muss ja eigentlich darüber setzen, ne? Nee, brauche ich gar nicht. Sehe ich gerade. Weil die decken nämlich alle drei ab. Das ist ja praktisch. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal... Erstmal bauen wir hier mal eine vierte Farm. Das ist erstmal ganz wichtig. So, erstmal werden die Felder gesetzt. Nicht wahr? So, dann haben wir das nämlich auch schon mal. Sehr schön. Gut, so, dann kriegt der erstmal seine eigene Straße. So. Und einen Zugang zur Bärenhöhle, denn ich weiß noch nicht, ob ich die auch noch eventuell brauche. Ich hoffe es ja nicht, aber für den Fall der Fälle sind wir vorbereitet. Und eine Webstube noch daneben, damit haben wir das schon mal abgedeckt soweit. Soweit, so gut. So, meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich habe nämlich eine kleine Idee. Ich habe ein bisschen was... Oh, oh. Ich glaube, der Fisch geht zurück. Sehe ich mal gerade. Ich glaube, der Fisch geht zurück. Das ist gar nicht gut. Hier war doch irgendwo eine Insel. Genau hier war es. Dort werden wir nämlich mal hinfahren. Wir werden nämlich eine weitere Insel für Siedler in Besitz nehmen. Ich habe nämlich die Hoffnung, wenn wir dort Bauern und Bürger ansässig machen, dass wir dann bessere Chancen haben, dass wir Rebellopolis besser aufwerten können. Ich habe ja immer noch die vage Hoffnung, dass wir das dann, das fit übrigens, dass wir das nicht ausbauen müssen weiter, sondern dass es dann stattdessen darüber geregelt wird. Wieso geht Fisch? Na? Spiel? Spiel muss erst richtig anfangen. Wieso geht der Fisch jetzt so runter? Das gefällt mir ja gar nicht. Also Fisch müssen wir mal im Auge behalten. Leinkutten kümmern wir uns drum. Brot geht noch. Bier wird sich zeigen. Glas ist Glas. Baumaterial. Fleisch ist okay, Wein ist okay und Pelz ist okay. Das ist gut. Gewürze läuft auch noch so weit. Sieh es als sicher. Was? Was? Sagte, du kannst mich mal. Aber nicht einschalten. So, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Die Aufnahme ist ein bisschen her. Eine Woche, um genau zu sein. Viel zu lange. Meine Damen und Herren, liebe Freunde. So ist das. So. Erstmal eine neue Insel in Besitz nehmen und wir nennen sie gleich mal Rebelhausen. Ihr merkt schon, das hat alles mit Rebellen zu tun hier. So, dann kehrst du gleich mal zurück, bitte. So, erste Amtshandlung hier vor Ort, erst einmal Holzfäller. Wie gesagt, wir werden mit der Insel nicht allzu viel machen. Ein bisschen was werden wir machen, aber wie gesagt, nicht allzu viel. So, erstmal die ganzen Holzfäller mal setzen. So, am besten gleich mal 4 Leute. So, wunderbar. So, gleich mal hier mit Straßenanbindung. Sehr schön. Und den mache ich mal, glaube ich, ein bisschen hinten rum. Warte mal. Das mit der... Ach, schade, das siehst du leider nicht, wenn du baust. Ach Mann, das ist ein bisschen blöd. Na gut, dann halt nicht. Machen wir es halt so. Ist ein bisschen blöd geregelt, aber gut. So, dann, genau, brauchen wir nochmal Fischerhütten. Am besten gleich 2 Stück. Das heißt, ich werde den hier sowieso nochmal in die Reichweite reinbauen müssen. So leid es mir tut, mein Freund. Und plötzlich hat er nur noch 57%. Gut, dann reißen wir den gleich nochmal ab. Stopp. Beziehungsweise können wir den... 60% ist zu wenig. Gut, dann müssen wir den nochmal umsetzen.
Kommt der nämlich dahin. So. Dann sieht das nämlich schon anders aus. Wir wollen 100% und nicht einfach nur, ne, so ein bisschen. So. Jetzt geht's ans Eingemachte, meine Damen und Herren. Wir bauen ein neues Dorfzentrum. Zack. Natürlich mit Straße drumherum. Ich wollte das schon vor Ewigkeiten machen, tatsächlich. Aber jetzt machen wir das wirklich mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ich hoffe, dass die Pest nicht auch gleich hier direkt anklopft. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. So, gut. Aber, falls das nämlich der Fall ist, nehmen wir nochmal ein bisschen Baumaterial mit. Werkzeuge, genau. Und Stein, jawohl. Das schaffen wir dann auch nochmal rüber. Helena sagt schon gar nichts mehr dazu. Soll das für mich eine Vorwarnung sein? Ich weiß es nicht, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Jedenfalls werden wir hier erstmal kräftig Häuser bauen. Endlich. Unsere Studien waren erfolgreich. Bauplan Friedhof. Aha. Es gibt also einen Friedhof. Was soll ich davon jetzt bitte halten? Ist das jetzt so eine Art neues Bedürfnis für die Adligen oder was? Einen Friedhof zu bauen, das ist dann so ein Riesenmonstrum oder wie? Ach Leute, das wird ja schon wieder richtig schön hier. So, was haben wir denn hier? 11 Bauern dürfen aufsteigen. Ich hoffe ja, dass das so ein bisschen ansteigt, weil, ne? Und so. Ich hoffe es wirklich. Ne, zählt nicht. Verdammt. Es zählt echt nicht? Das ist doch scheiße. Das ist wirklich scheiße. Ich hätte nämlich gedacht, das würde zählen. Aber ne, zählt nicht. Ist blöd. Denn das heißt, wir hätten uns den Bau eigentlich schenken können. Deswegen lade ich nochmal. Tut mir leid. 7 Minuten schon mal in Sand gesetzt. Fängt gut an. So ist das, Freunde. Aber dann brauche ich die Ortschaft gar nicht zu bauen. Ich hätte nämlich gedacht, das würde uns helfen. Nö. Das hilft uns überhaupt nicht. Toll. Schade. Kann man den Plan also schon mal knicken. Na gut. Ah. Ihre Gebäudeauswahl wurde vergrößert. Jemand hatte auch schon die Vermutung in die Kommentare. Ja. Jemand hatte nämlich auch schon die Vermutung in die Kommentare geschrieben, dass man wahrscheinlich wirklich den Ort komplett zubauen muss, damit man wirklich alles bekommt, was man haben will. Aber das Problem ist halt, wenn ich mir das so ansehe, auch mit dem Friedhof und das alles, ich hoffe, dass der Friedhof echt nicht zu groß ist. Beziehungsweise ich hoffe, dass er überhaupt, ja. Das ist halt wie eine, so eine blöde Geschichte, ne? Die brauchen wieder alles Mögliche und du kannst es nicht abdecken, weil du einfach keinen Platz hast. Das ist so die Sorge, die ich gerade habe. Und momentan sieht es wirklich so aus, dass wir wahrscheinlich alles irgendwie zubauen müssen. Das heißt, das Rebellopolis ist wahrscheinlich ein reines Wohn. Eine reine Wohninsel wird. Und ehrlich gesagt, ich persönlich finde es nicht gut. Es muss nicht sein, eigentlich. Aber wer bin ich denn schon? Ich glaube, hier kann ich noch mal ein bisschen verfeinern. Kann das sein? Eventuell. Wie kann ich denn hier noch die Hafenmauer eigentlich setzen? Wir dürften ja in der Lage sein, eine Hafenmauer zu setzen, nicht wahr? Ja, wir sind in der Lage dazu. Okay, man kann auf Wasser bauen. Alles klar, das ist schon mal gut zu wissen. Hafenmeisterreihe, die haben wir ja eigentlich schon. Nee, hier kann ich nichts in der Richtung setzen. Ich wollte nämlich mal gucken, ob ich hier vielleicht noch eine weitere Fischerei hinprügeln kann. Aber wenn ich mir... Ach doch, guck mal, die passt sogar. Kann ich da direkt zwischensetzen. Ich finde es halt blöd, dass du die Keimmauer nicht nutzen kannst, um weitere Bauplätze zu schaffen. Finde ich ein bisschen blöd. Ich hätte nämlich tatsächlich gedacht, das wäre eine Möglichkeit, dass man sagen könnte, yo, pass mal auf. Ne? Aber nö, geht nicht.
Schade. Wieder ein Plan, der vereitelt wurde. Ja, wir wollen auf jeden Fall zusehen, dass wir heute die 2000 voll kriegen. Bauanzeige wird schon wieder nicht angezeigt. Frechheit. Ihr seid soweit zufrieden, ne? Genau, ihr habt alle Ressourcen. Sehr schön. Nanako, wie sieht's aus? Du hast doch ordentlich Brot an Bord. Wie sieht's denn aus? Also das Brotlager ist nicht voll. Nicht voll. Okay. Es ist schade, dass es nicht voll ist. Warum ist es nicht voll? So, die sind da produzieren, aber irgendwie... Der hat 3, der hat 2. Okay. Also der nimmt wahrscheinlich erst den Betrieb ganz frisch auf. Ich nehme von dir, was mir zu... Was? Dritten Hintern steht dir zu. Mehr steht dir nicht zu, Freundchen. Was wollte ich denn noch machen? Irgendwas wollte ich noch machen. Ich weiß jetzt nur nicht mehr was. Ihr habt umfassendes Wissen über unsere Baukunst erlangt. Ja. Orientalischen Handels- und Kriegsschiffen, genau. Das wollte ich nämlich auch bauen. Mosaikholz und Werkzeuge. Das bauen wir mal. Kostet mich 20, ist okay, aber dann haben wir die mal. Und zwar regulär gebaut. Karawelle, 3 Lagekammern. Ja, Ladekammern, das wissen wir ja. 1040 Gesandte, da geht schon los. Ein Handelsschiff braucht Kanonen? Und hat die Angriffskraft eines Flaggschiffes? Was? Okay. Interessant. Ist ja mal gut zu wissen. So, Seile nehmen wir mal mit. Brot nehmen wir mal mit. Nehmen wir ein paar Bücher mit. Und ein paar Lederwamse. Ich hoffe, das ist kein Fehler, noch mal ein bisschen Geld reinspülen. Auch wenn wir eigentlich schon über 300.000 haben. Aber ihr wisst ja, es ist immer ganz gut, wenn man ein bisschen mehr Geld in der Kasse hat. Kennt ihr ja schon. So, wie sieht es denn hier? Ich finde das echt zum Kotzen, dass du das nicht... Ich dachte, das wäre insgesamt, dass man einfach sagen kann, so... wir haben gerade nicht genügend Bauern zum Aufwerten oder nicht genügend Bürger, dass man einfach sagt, jo, das haben wir einfach auf eine andere Insel und dann verlagert sich da schon irgendwie. Das passt dann schon. Aber nee, es geht natürlich nicht. Das ist, gelinde gesagt, scheiße. Gelinde gesagt ist das scheiße, denn das heißt, dass wir wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, den Quarztransport verlagern müssen nach Rebelhafen. Was ja als solches nicht schlimm ist. Das heißt nämlich auch, dass wir dann die Glasproduktion, also auch die Verarbeitung von Dings hier, wie heißt das Zeug noch? Potasche war das, glaube ich, ne? Genau, Potasche. Dass wir das nämlich auch noch verlegen müssen. Die ganzen Holzfäller müssen wir verlegen. Das heißt, die Papiermühlen... Die Papiermühlen stehen dann auch ohne da. Dass wir dann die ganzen Holzfäller hier noch verlegen müssen. Im Grunde müssen wir dann auch noch sämtliche Markthallen abreißen. Beziehungsweise die werde ich sowieso stehen lassen, weil die ja auch ein bisschen Ware bringen. Ne, das wäre ja dann ziemlich dämlich, wenn ich die abreißen würde. Aber wir müssten dann wahrscheinlich wirklich alles zuscheißen, sage ich mal in Anführungszeichen, mit Bewohnern. Also wirklich alles zuscheißen. So, und dann noch etwas. Ich habe nämlich mit einer kleinen, anhand des Trailers von 1404 tatsächlich, das war eher zufällig, da habe ich nämlich gesehen, was für ein Riesenapparillo eigentlich der Kaiserdom ist. Also ich hoffe mal... Oder beziehungsweise er sollte eigentlich in diesem Bereich passen. Sagte er und dann passte er doch nicht. Aber wir werden es herausfinden, Freunde. Das ist einfach jetzt mal so meine Lager Devise. Stehen euch jederzeit offen. Und ich hoffe, dass ich heute nicht ganz so schwer überziehe. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. 10.000 Ruhm angehäuft, Titel erhalten, der Ruhmreiche. Schön, das geht doch schon mal gut los. Vitamin B. Sehr schön. Geht doch schon mal gut los. 10.000 Rubenspunkte. Ich werde dem Kaiser von eurem... Ja, berichte mal den Kaiser. Der freut sich bestimmt. Der wartet schon ganz sehnsüchtig auf deinen Bericht, der Kaiser. Voller Sehnsucht nach seinen Lieblings-Hinternkriecher, hätte ich jetzt fast gesagt. So, dann hauen wir hier nochmal 6 Bauernkarten hin.
Grunde kann ich ja hier so eine Art Platz hinballern, ne? Machen wir hier doch mal einfach mal einen fürstlichen Platz hin. So. Damit es ein bisschen schick aussieht. In eure Stadt zu kommen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Na, ist doch schön. Das freut mich doch zu hören. Die haben jetzt natürlich keine Kirche. Klar, die werden sie aber kriegen. Früher oder später. Beziehungsweise, ja, eine Kirche werden sie kriegen. Also wir müssen tatsächlich zusehen, dass wir möglichst alle irgendwie hochgeschraubt kriegen. Was ist hier los? Ihr braucht erstmal Ressourcen, kriegt ihr. Wie sieht's hier aus? Ihr habt noch? Wie sieht's mit den Jägern eigentlich aus? 1278, das ist okay. Wie sieht's hier aus? Oh, 795. Hier müssen wir mal nachfüllen. Sie haben sich einen Erfolg verdient. Grabtiefer, Sie haben in dieser Partie 100.000 Goldmünzen. Ey, ich will das lesen. Für die Erneuerung Ihrer Rohstoffvorkommen ausgegeben, ja? Ich glaube, das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass wir so viel ausgeben. Ah, wo ist denn unsere Azalea? Die dürfte doch wieder fleißig unterwegs sein, oder nicht? Meine Schiffe bringen mir regelmäßig Nachricht von seiner Majestät, dem Kaiser. Von seiner Majestät, der kaiserlichen Hoheit. So, Franziska ist auch fleißig am Transportieren. Holz hin und ein her. Ein gutes Geschäft. Gut, gut. Aber wo ist die Azalea? Da ist die Azalea. Bier sieht gut aus. Das freut mich, dass Bier gut aussieht. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal so. Lederwämser scheint... Oder hier, die Leinkutten, Entschuldigung. Die scheinen sich jetzt auch so langsam zu erholen. Das freut mich. Deswegen sind die Leinenkutten so runtergegangen. Klar, weil ich hier das Proviant hergestellt hatte. Stimmt. Ja, stimmt. Da war ja was. Richtig. So, genau. Hier hatte ich den Schuldturm gebaut. Das heißt, ich wollte die Patrizier und die Adligen in die Richtung ausbauen lassen. In die Richtung haben wir ja auch noch einen Schuldturm. Das heißt, hier unten müssen wir auf jeden Fall auch nochmal einen bauen. Irgendwo. Wie sieht's mit der Schenke aus? Was deckt die eigentlich alles ab? Nur die hier unten nicht. Das heißt, hier unten werde ich irgendwo auch noch eine zwischenprügeln müssen. Und hier hinten auch noch. Nach Möglichkeit. Ja, hier. Die brauchen auch noch eine Kirche, klar. Ich habe echt keine Ahnung. Ich hoffe echt, dass der Friedhof nicht so riesig wird. Aber wenn das so ein Riesen-Oschi ist, dann habe ich echt ein Problem. Ich hoffe echt, dass der nicht zu groß ist, der Friedhof. Mal sehen, hier sind auch noch Bürger ansässig. Nehmen wir erst die. Hier ist noch einer neben dem Zimmermann. Dann würde ich sagen, nehmen wir die hier erstmal, ne? Hier sind übrigens auch noch Feldwege. Das müssen wir gleich mal ändern. Aber erstmal lassen wir die Leute mal aufsteigen. Ich mache erstmal die vier hier mal zu Patrizia. So. Und dann werden wir jetzt erstmal die Wege hier mal pflastern. So. Und so. Kann man hier eigentlich auch noch eine Hütte bauen? Tatsächlich könnte ich. Mache ich aber noch nicht. Ich halte mir den Platz erstmal frei. Hier könnte ich, glaube ich, auch noch eine hinzimmern. Hier wird schon wieder rumgekokelt. Mann, 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 Mann. Immer diese Rumkokelei. Ich hoffe ja wirklich, dass wir uns alle irren, dass ich wirklich nicht die gesamte Insel zuscheißen muss mit Wohnhäusern. Aber so wie es momentan aussieht, wird es wirklich so darauf hinauslaufen, dass wir wirklich alles zuscheißen müssen. Also Entschuldigung, wenn ich das mal so klar sagen muss, aber so sieht das momentan leider aus. De facto. Stand jetzt. Wohlgemerkt. Kann sich natürlich noch ändern. Insgeheim hoffe ich, dass es sich auch noch ändert. Aber, oder beziehungsweise, dass es sich als falsch herausstellt, sagen wir es mal so. Aber momentan steht es wirklich zur Befürchtung, dass dem so sein wird. Gut, wir gucken erstmal am morgigen Tag, wie es weitergeht, denn ich werde jetzt den Part beenden. Wir haben nämlich gleich die 20 Minuten. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und wenn ihr mögt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen.
zu einem neuen Part von Anno 1404 Gold Edition. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer, wann ihr mir es gucken werdet. Und ich sage dann einfach euer Lars, sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allem bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund. Bis dato, tschüss, Freunde.